Boah, ist das geil, Digga. Also, was hier für Spiele drauf sind, ne? Und wir wollen natürlich... mein Gott, Digga. Guck mal, was ich jetzt zock, Philipp. Super Mario 64. Ja, fast meine Zeit. So ein schönes Spiel, Digga. Dieser Sound alleine schon, Digga. Ja. Oh, Peach, die kleine geile Sau. Juhu! Digga, wie ich dieses Spiel damals auf dem N64 durchgezockt habe, Digga. Und man ist hier, ich weiß doch ganz genau, man ist überall rumgelaufen. Man ist wirklich überall rumgelaufen und hat bei jedem Baum geguckt, ob da irgendwas ist. Konnte man nicht auch in die Bäume, genau? Ist da nicht auch manchmal was aus den Bäumen rausgekommen dann? Das weiß ich gar nicht mehr. Sieht aus, als wenn er den Baum pimpert. Kann man dieses Scheißgeräusch von der Kamera ausmachen? Ja, das sind die Menüeinstellungen, Digga. Genau gar keine. Let's go. Es ist so ein schönes Spiel, ne? Let's go. So, wo ist denn das erste Level? Ich sag euch so, wie es ist, ne? Da ist Level 1. Das waren so gute Zeiten, Digga. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen da reinspringen, Digga. Warte mal, wie war das nochmal? Ach, Digga, piss dich. So, hier, das ist das nämlich. Dip. Let's go. Oh mein Gott, Digga, ist das geil. Ey, für viele, ich weiß nicht, wie viele das von euch kennen, aber das ist einer der krassesten Spiele aller Zeiten, die es jemals gab. Mario 64 für den Nintendo 64. Das, also, ich habe das Spiel wirklich das letzte Mal gezockt, Digga. Da war ich so ein kleiner Butschi. Wir sehen uns weiter, ne? Ja, alles klar. Machen wir so. Danke dir, mein Bester. Ciao. Oh, was war das? Warte mal, die lösen noch aus jetzt, oder? Ja. Ah, der kleine Sohn, verpiss dich. Ausgetrickst. Irgendwie, ich kann mich noch dran erinnern, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie kann man das Ding hier auslösen und dann gab's Sterne. Du musst die versteckten Schalter finden, um die Blöcke öffnen zu können. Ah, der war hier hinten, glaube ich, ne? Wenn mir nicht mehr alles... Ich glaube, der war hier irgendwo, der Schalter. Oh. Warte mal, oder? Hä? Nee, oder auch nicht. Ist auch egal. Okay, wir wollen ja vorankommen. Verpiss dich, Junge. Oha. Was war das? Ah. Der Schattenstern vor dir wird real, wenn du die 8 roten Münzen dieser Welt findest. Okay. Boah, nee, Digga. Verpiss dich, ja! Du Wichser! Man will ja eigentlich alles schaffen, ne? Da vorne ist noch ein Stern, den müssen wir holen. Wie komme ich denn da rein, Digga? Kommen wir hier hoch? Arschbombe auf dem Holz? Auf dem Holzding hier? Ich glaube, ich muss noch einen Arsch... Mamma mia! Vielleicht wieder tot, Digga. Ach, leck mich am Arsch. Also hier dran kann ich mich noch so halb erinnern. So, wir müssen jetzt hier nur hochlaufen. Wir gehen erstmal hoch erkunden. Genau, hier. Da kann ich mich noch dran erinnern, Digga. Ich bin da immer an dem Ding vorbeigeschlittert. Ah, sehr gut. Oh, nee. Fang jetzt bloß nicht so an, ey. Ach, ich bin so ein Fettsack, Digga. Digga, warum springt der denn nicht? Der Idiot. Na egal, machen wir gleich richtig. Och man, ich will nicht sterben, bitte nicht. Digga, das ist das erste Level, Alter. Aha. Oh Mann, ey. Moisti, Maya. Ich bin König Bob Bomb. Herrscher über alle Bomben und Gebieter. Wer gibt dir das Recht, diesen Berg zu betreten und dieses königliche Plateau zu beschmutzen? Als Maul. What are you? Oh, hey, du Fetzer, ich weiß nicht, was ich machen muss. Oh. Nee! Nein! Ah, warte mal. Ach, Digga, never mind. Du Fettsack, sieht aus wie Abu. Und Abfahrt, mein Bester. Mein allerbester Jutster. Hey, jetzt ging die Königin Regen in den Herrscher. Schnauze, du wiederholst dich wie eine Schallplatte. Okay. Dieses Geräusch vom Stern ist so schön, Digga. Let's go! Ah, here we go, okay. Okay, dann gehen wir mal ins nächste Level rein. Am meisten freue ich mich auf das Level, wo man runterslidet.
Wumms Wuchtwall. Let's go! Ah ja, das Level kann ich auch natürlich auch noch. Oh, diese Dinger sind so nervig. Oh, diese Scheißdinger hier. Der Profi, Kapi? Nee, nee, ich aufstehen. Gut, alles. Diese Scheißdinger habe ich schon wieder ganz vergessen. Diese zornigen Missgestalten, Digga. Die waren richtig schlimm, die Dinger. Die Musik, Digga, es ist wirklich pure Kindheit hier gerade, was ihr hier mitbekommt. Einfach so schön. Muss ich mitnehmen. Komm her. Das ist einfach so ein wunderschönes Spiel, Digga. Ach, Digga, Mann, ey. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, also es ist mindestens 20 Jahre her, dass ich das Spiel gespielt habe. Okay, der knallt sich doch so um, richtig? Genau. Es gibt ja noch so viele Seitenwege, Digga. Guck mal, wie viel... Oh. Es gibt ja noch so viele Sidequests, das ist wirklich nicht normal. Also, so kleine Schleichwege. Das gibt es doch gar nicht! Was willst du, Wicht, hier in meinem Reich? Ich weiß nicht mehr. Ah, warte. Und dann so und dann... Ja, guck mal, Digga. Wirklich über 20 Jahre her und man kann sich noch daran erinnern, was man machen muss. Ja, alles gut, leg dich hin. So ein schönes Spiel, Digga. Unglaublich, du hast mich vor meinen Kreuzschmerzen befreit. Als Dank gebe ich dir diesen Stern. Psst. So ein schönes Geräusch. Let's go! Beste, Digga. So, rein da. Ist das... Was war das für ein Level? Oh ja! Geil, Digga. Das ist das beste Level aller Zeiten, Digga. Das ist wirklich... Das ist das beste Level aller Zeiten, Bruder. Ich habe es geliebt. Abkürzung, ja? Ich kenne die auch noch. Aber, Digga. Oh mein Gott. Vor allen Dingen... Man hat Bestzeiten unter Kollegen gefahren. Man hat Bestzeiten unter Kollegen gefahren, Digga. Oh mein Gott, ist das episch. Ach Mann, Huren. Irgendwo gibt's hier gleich so eine Abkürzung in so einer Wand oder so. Ich weiß nicht mehr, Digga. Ist ja auch schon Ewigkeiten her. Digga, die Zeit ist nicht schlecht, die ich hier mache. Digga, wo ist denn die Abkürzung hin? 25.03. Wir gehen auf Rekord. Here we go. Wir gehen auf Rekord. Oder war... nee, die Abkürzung... das ist bei dem Pinguin, ne? Stimmt, stimmt. Die Abkürzung war bei dem Pinguin. Aber egal. 25.3. Ich glaube, auch so sind wir schneller. Oh mein Gott. Ich hab Top Speed. Oh mein Gott, internationale Runde hier. Oh mein Gott, ich bin der Allerbeste. Kein Fehler. Kein Fehler. Kurve eng. Oh, ein extra Stern, warum? Wofür den extra Stern? Unter 21. Aha! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holt die Taschentücher raus. Das ist die schönste Gaming-Musik, die es jemals gab. Aber um fair zu sein, ich habe das Level gehasst. Ich habe das Level zu Tode. Also dieses Level ist wirklich eine Hassliebe, Digga. Vor allen Dingen mit dieser Schwimmerei. Und mit dem Tauchen und dem ganzen Dreck. Ich weiß doch gar nicht, wie er vorwärts taucht, Digga. Da oben ist der Stern. Oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Digga, es ist... Die Lenkung ist wirklich ein Krampf. Da war diese scheiß Moräne, genau. Gib her das Ding. Gib her das Ding. Ach, dann leck mich am Arsch, egal. So. Ey. Oh. Sehr schön. Diese Dinger. Zur Bergung musst du die Kisten in der richtigen Reihenfolge öffnen, klar, aber ich sag nicht wie. Oh mein Gott. Ich sag hier diese. Oh mein Gott, ich bin einfach der King. Ah. Okay, ja, das war's dann schon. Let's go!
Ah, hier, Rigo, ich vergesse es jedes Mal wieder. So, okay, wir gehen erstmal raus. Kuss auf die Nuss und wiederschauen und reingehauen. Und der L in den Chat.